Frühlingsgefühle in Hannover auf der CeBIT. Während draußen die ersten Blumen blühen, tummeln sich in den Messehallen erstaunlich viele Tiere. Wie dieser blaue Elefant. Er ist das Maskottchen von der Blue Elephant System GmbH. Das Stuttgarter Unternehmen ist Aussteller am Gemeinschaftsstand von Baden-Württemberg. Wir sind ein Unternehmen aus Baden-Württemberg, gegründet in Baden-Württemberg vor 15 Jahren und im Thema IT-Betriebssicherheit unterwegs. Also das heißt, unser Thema ist die Steuerung, Überwachung großer IT-Infrastrukturen. Neben Blue Elephant System sind noch 17 weitere Firmen am Gemeinschaftsstand von Baden-Württemberg auf der CeBIT 2014 vertreten. Zum Teil aus der öffentlichen Verwaltung werden Projekte der Ministerien vorgestellt. Wir haben Softwareunternehmen hier, die Lösungen für den Public Sector anbieten, aber auch darüber hinaus. Und wir haben auch wissenschaftliche Einrichtungen und Hochschulen mit am Stand. Und so präsentiert sich hier der IT Medien- und Softwarestandort Baden-Württemberg auf der CeBIT und die Aussteller profitieren von einem Full-Service-Angebot. Organisiert wird der Gemeinschaftsstand schon seit mehr als 15 Jahren gemeinsam von Baden-Württemberg International und der MFG Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg. Das findet auch Ingo Rust, Staatssekretär für Finanzen und Wirtschaft in Baden-Württemberg. Richtig toll. Er besuchte bei seinem Rundgang über die CeBIT mehr als 50 Unternehmen aus dem Südwesten und schaute auch bei den Ausstellern des Gemeinschaftsstandes vorbei. Beeindruckt hat ihn, dass unsere kleinen und mittelständischen Unternehmen aus Baden-Württemberg wirklich weltweit auch ganz große Kunden haben. Das fand ich jetzt besonders bemerkenswert. Da haben wir so kleine Softwareunternehmen im Land, die ganz großen auf der Welt beliefern, bedienen, betreuen. Von seinem Rundgang nimmt er mit, dass das Thema IT-Security, also das Thema Sicherheit in der Datenwelt, heute ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, dass es auch im vergangenen Jahr jetzt nochmal eine ganz andere Bedeutung bekommen hat, und zwar in allen Bereichen. Das ist, glaube ich, so die wichtigste Erkenntnis. Ob die Datensicherheit auch auf der CeBIT 2015 das Top-Thema ist, bleibt abzuwarten. Aber klar ist schon jetzt, in diesem Bereich tut sich enorm viel, auch dank Firmen aus Baden-Württemberg.